Servus, grüßt euch, guten Start in die neue Woche. Ich habe schon ein bisschen ausgeräumt. Es wird langsam unüberschaubar. Wir bräuchten ein Lager, das besser organisiert ist. Wir gehen jetzt, ich habe alles mal kreuz und quer, was wir noch am Platz haben, hier so benutzt. Da unten die zwei Felder, die habe ich auch jetzt mal fertig gehabt, ne? Hier habe ich schon mal den Mais reingesetzt. Wir haben so viel Zeugs gefunden. Was ist denn das jetzt hier? Cassava. Ich weiß halt echt so gar nicht, was das kann. Müssen wir alles nach und nach lernen. Ein Salat haben wir tatsächlich gefunden. Hier ein Sorrel, was auch immer das ist. Ich habe es nicht nachgeschaut. Kaffeepflanzen haben wir gefunden übrigens. Da habe ich mich riesig gefreut drüber. Die habe ich hier reingebollert. Senfpflanze. Ja. Ich habe aber noch lange nicht alles gesetzt, ne? Wir gehen jetzt einmal hier quer durch die Felder, ernten ab, was wir abernten können. Hier ist zum Beispiel was. Ich habe die Felder noch nicht gemacht, vor lauter einsortieren. Ich glaube, 2 Tageszyklen sind schon rum. Außer die Beeren. Die habe ich gebraucht zum Essen. Jetzt holen wir uns ein bisschen das Zeug raus, schauen mal, wie viel Leder wir oben im Anmarsch haben, vermehren die Kühe noch ein bisschen. Ich möchte einfach los dann, ne? Das heißt, wir machen heute hier mal eine gemütliche Runde zu Hause, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen angeschlagen, wie man wahrscheinlich auch hört. Aber nichtsdestotrotz, guck mal hier, da bin ich immer ganz froh, wenn der hier eine Stufe gewachsen ist. Der Curry. Super Gurken. Also das läuft, ne? Wir haben. Auch die neuen Tomaten habe ich noch nicht gesetzt. Muss ich noch machen. Hier habe ich auch irgendwas reingeballert. Glaube ich. War hier nicht noch ein Spinat? Nee. Tomaten. Irgendwo habe ich noch was reingesetzt. Gurken. War das da drüben wahrscheinlich. Jetzt haben wir echt einen Haufen Zeug. Hier habe ich mal den Pfann reingehauen. Einfach nur in der Hoffnung, dass er da wächst. Muss mich jetzt dann nochmal organisieren. Das machen wir aber, wenn wir richtig draußen sind hier aus dem Gebiet. Hier haben wir noch was. Wie sieht es bei dir aus? Hier, der ist auch fertig. Was haben wir hier? Kerzennussbeerenpflanze habe ich auch gefunden. Ne? Habe ich jetzt mal hier mit reingesetzt. Und hier haben wir, glaube ich, noch Sellerie. War noch dabei in diesem Garten, die ich nicht aufgemacht habe. Teepflanzen haben wir. Ingwer. Was ich gerettet habe, wo habe ich denn den hin? Wo habe ich den wieder hin? Den habe ich schon mal zusammengebastelt, nämlich hier. Drachenfruchtsetzling. Da steht, wächst am besten im Dschungel. Also wahrscheinlich nicht bei uns. Aber ich setze ihn trotzdem mal und gucke, ob er wächst in der Zeit. Wenn nicht, graben wir ihn aus. Ich habe tatsächlich 3 Drachenfrüchte gefunden. Die anderen habe ich schon eingelagert. Weil, können wir uns Drachenbäume. Ja, Servus. Oh, die sind alle groß. Das ist gut. Nicht alle, aber fast. Ne? Aber die haben ja natürlich nicht weitergeladen. Ich setze die einfach mal hier hin. Nein, nicht essen. Doch, essen. Das können wir essen. Von dem Zeug haben wir schon mittlerweile genug eingelagert. Ne, den Drachenbaum wollte ich hier hinsetzen. Ach, einfach mal rein. So, jetzt schauen wir mal, dass wir kurz die Felder machen. Mit dem Weizen kommen wir dann zurück und machen hier ein bisschen Kuhliebe. Ich werde dann zwischen heute und der nächsten Folge versuchen, Zeit zu finden, Leder zu organisieren, dass wir noch 2, 3 Rucksäcke machen. Hier ist noch was fertig. Und dann lagern wir das ganze Zeug in die Rucksäcke und gehen los. Suchen uns unser Gebiet, dann bauen wir uns da eine Mini-Hütte, wo wir das Bett reinstellen und dann legen wir Äcker an. Legen Ställe an für die Tiere. Das Zeug hier lassen wir natürlich da an Tieren. Das können wir ja nicht mitnehmen. Hier, ne? Ein Haufen Zeug. Das haben wir jetzt schön gemacht, finde ich hier. Auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Wir haben ja immerhin keine Probleme mehr gehabt mit dem Überleben. Ich muss nicht mal mehr angeln. So. Den Weizen brauchen wir jetzt gleich bei den Kühen. So. Und guck mal, ist halt auch schön, wenn man nicht jeden Tag alle 5 Minuten was abendet. Dann kann man mal richtig schön was rausziehen, ne? Habe ich eingestellt, ja. So. Ja, also das mit der Reise hat mir jetzt schon gezeigt. Natürlich, klar, wir werden länger unterwegs sein, denke ich. Was aber hoffentlich nicht schlimm ist für euch. Ich hoffe, ihr reist genauso gerne wie ich. Weil ich möchte schon wirklich schauen, dass wir ein schönes Gebiet erwischen, ne? So, Kühe, meine Freunde. Der Voucher kommt, um euch zu vermehren. So. Nein, das wollte ich nicht. Geh mal ein bisschen weg, sonst mache ich dich aus Versehen tot. Nicht über die Fackel gehen. Geh mal weg, kleiner Kerl. Ich habe jetzt Angst, dass ich es töte, wenn ich drauf hau. So wollte ich es auch nicht. So wollte ich es auch nicht haben. Wir haben nur eine Erde. Ja, ich habe die Erde eingeräumt. Da sind immer noch ein Haufen Kleine drin. So, pass auf. Du und du. Du und du. Warst du schon? Bist du ein Alleingänger da hinten? Ja, ich glaube.
Alles klar, also hier bleibe ich dran, wie gesagt, wir brauchen ja das Leder. Nach den Hühnern schauen wir auch nochmal geschwind. So. Damit es weitergeht, ne? Wir können ja schon mal anfangen, die Rucksäcke, die wir haben, zu beladen. Ich habe... Ah, guck mal, hier ein Ei. Da ist noch eins. Dankeschön. Seid ihr nur noch eins, zwei, drei, vier Hühner? Vielleicht waren die nie mehr. Vielleicht waren die nie mehr. So. Du und du? Das gefällt mir natürlich riesig, ne? Ich mag das. Zwei? Wir haben ja noch zwei. Die sollen natürlich auch schlafen dürfen miteinander. So, bub. Danke. Das Kleine, bis gleich hinterher ist. So, jetzt schlafen wir eine Runde. Die Hütte bauen wir natürlich jetzt hier nicht, ne? Wir bauen ein richtig großes Haus. Möchte ich richtig schön. Auch so thematisch, ne? Nicht praktisch, sondern thematisch. Das mal praktisch. Guck mal, da habe ich die Büsche hingesetzt. Ich weiß gar nicht, warum ich die eingesammelt habe. Sie waren jedenfalls dabei. So, erste Runde ist erledigt. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ein Rucksack ist leer. Ich weiß gar nicht, wie das alles angehen will. Der Aufbruch fällt natürlich umso schwerer, je mehr man schon hier so an Zeugs gemacht hat. Ne? Das lagern wir jetzt noch kurz ein. Wir hätten das Lager jetzt auch erweitern müssen. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Wo ist denn die hier? Dann haben wir die Eier hier. So. Kohl haben wir. Guck mal, wie viel Zeug wir da mittlerweile rausziehen können. Kohl haben wir auch gut eingelagert schon. Also im Verhältnis. Natürlich geht immer mehr. Hier Tomaten. Das sind diese Fleischtomaten. Da haben wir unsere Gurken hier. Die tun wir. Ich sortiere das jetzt alles hier nochmal ein. Das ziehen wir natürlich raus. Schalotten. Baumwolle. Baumwolle, ja. Ich bin echt ein bisschen matschig im Kopf heute. Hammer. Schalotte. So, den Weizen. Den Hafer. Weizen haben wir, glaube ich, ganz viel mittlerweile. Zwei Stacks schon, oder Stacks, oder wie auch immer. Hafer. Da haben wir noch Gerste. Und meinen Curry. Freu. Aber wo kommt der jetzt hin? Der war hier. Dann haben wir Gerste. Gerste, Gerste hier. Ne, hier. Hier. Haben wir Gerste voll, oder was? Ne. Hallo? Gerste. Gerste sitzt auf 4 mit 8x16. Oh, das scheint voll zu sein, ne? Stuck. Stuck Limit. Scheiße. Dann essen wir die. Dann essen wir die, wenn wir da so viel davon haben. Die Erdbeeren können wir noch einlagern. So, gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich darf nicht einschlafen. Sorry. So, pass auf. Hier habe ich mal die ganzen Blumen drin und das Zeug, ne? Das ist jetzt momentan so die Mischbox. Oder auch Mistbox. Hier ist leer. Und hier haben wir natürlich auch noch einen Haufen Zeug. Das ist noch eine Mischbox. Jetzt pass mal auf. Bücher, ne? Wir haben 42 Bücher. Das tun wir jetzt alles mal in diese Mischbox, weil Bücher und so hole ich ja jetzt erst keine mehr ran. Hier, das, ich weiß gar nicht, ob ich das mitnehmen soll überhaupt. Kompost nehmen wir auch mit rein. Die Bienen können wir auch in die Mistbox. Die tun wir mal jetzt hier hoch. So. Das tun wir auch hier hoch. Quarzitpflasterstein habe ich drüben noch jede Menge. Die Bücher wollte ich hoch machen. Lass mal kurz rüber gehen. Steinzeugs nehme ich natürlich nicht mit, ne? So, jetzt zum Beispiel Ton würde ich mitnehmen wollen. Ton finde ich gut, nehmen wir mit. Ich würde auch unsere Wolle mitnehmen. Das kann man mit Sicherheit immer gebrauchen. Gleich mal wieder schauen. Oh, die ist voll, Alter. Hammer, wie viel Zeug wir mittlerweile angesammelt haben. Jetzt ist die voll und die voll, ne? Die ist voll. Die hat noch ein bisschen Platz. Das tun wir noch hier rein. So, das tun wir hier rein. Ich nehme den Stein jetzt mal mit, weil ich nicht weiß, wo ich ihn hinmachen soll. Ich habe vorhin schon irgendwo einen Stein verbaut, wo ich nicht wusste. So, ne? Die ganze Steingeschichte Erde und so nehmen wir natürlich nicht mit. Das hier wäre was, wo ich sage, das nehmen wir mit. Davon haben wir eh nicht so viel. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ne, so, genau, Roger. So, dann haben wir das, das. Jetzt war es das schon, ne? Jetzt war es das schon. Ich will nochmal in die Höhle runter, noch ein bisschen Erze abholen. Das machen wir morgen, würde ich sagen. So, pass mal auf, das setzen wir jetzt einfach nochmal hier so lang rein. Und bis morgen habe ich dann auch schon ein bisschen mit dem Leder rumhantiert und dann können wir in der übernächsten Folge los. So schnell soll das jetzt gehen, ja, ich weiß. Aber ich habe einfach Lust drauf, ne? Ich habe echt Bock drauf. Dann haben wir jetzt hier nochmal heute eine gemütliche Chillerrunde. Morgen gehen wir nochmal in die Höhle. Übermorgen bereiten wir uns dann vor und brechen langsam auf.
Bis dahin kann ich draußen noch ein bisschen abernten an den Sachen. Und wir werden natürlich die Rucksäcke dann hier so entsprechend lagern. Ne? Ich hoffe doch, dass das funktioniert, aber das wird schon gehen. So, alles klar. Was ist denn das? Ist der jetzt schon gewachsen? Nee, ne? Sonst könnte ich ihn mit rechts abernten. Hier, ich weiß auch nicht, ob wir das alles brauchen, aber ich nehme natürlich alles mit und jedes Ding soll sein eigenes Feld kriegen. Und das Feld möchte ich sogar ein bisschen größer machen wie diese Felder hier. Ne? Also es soll schon richtig groß werden, aber da sind wir ja dann auch eh zu Hause, da können wir uns das dann auch erlauben. Alter, guck dir das an. Da kannst du jetzt immer, wenn du vorbeigehst, irgendwas rausholen. Immer. Hier ist wieder was Erwachsenes dabei, weißt du? Hier, den sollte ich auch mitnehmen. So. Guck mal nochmal oben. Muss jetzt ein bisschen eingeloggt bleiben halt, ne, dass wir die Kühe entsprechend noch groß kriegen vorher. Ob unsere Drachenfrucht da jemals wächst, weiß ich nicht. Ob es einfach nur länger dauert oder gar nicht geht. So, den tun wir auch noch mit. Da muss ich mich natürlich jetzt orientieren, weil ich nicht mehr genau weiß, wo ich das Zeugs dann überall drin habe. Ne? Aber wenn es mal voll ist, ist es voll. Mal hier nochmal rein. Ah, der war leer. Roger, was machst denn du? Hier kann ich ja auch noch Zeug reinpacken. Dann machen wir das dann natürlich. So. Dann haben wir ja noch einen Platz. Alles klar. Super. Jo, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe schon überlegt, ob wir gleich in die Höhle aufbrechen und dann von unten in der Höhle starten. Ich würde sagen, fast das machen wir. Ich bastel uns noch ein bisschen Werkzeug und gehen wir schon mal direkt runter in der Folge. Ich hoffe für euch, dass ihr auch wächst, wenn ihr in der Höhle rum... Achso, nee. Ich will die erst ein bisschen wachsen lassen. Wir gehen morgen in die Höhle runter. Das bringt's ja jetzt nicht. Wie sieht's hier aus? Auch erwachsen. Auch erwachsen. So ein bisschen was haben wir ja tatsächlich entdeckt jetzt hier schon, gell? Guck dir das an. Ich weiß, wahrscheinlich ist es voll mini im Verhältnis zu der Welt, was die so alles zu bieten hat. Aber immerhin, ne? Und jetzt gehen wir dann unsere große Reise hier hoch. Da suchen wir unser Gebiet. So. Die Schafe, die lassen wir dann halt hier, ne? Guck mal hier, das wächst unwahrscheinlich. Also brauchen wir später auch mal einen routinierten Plan, wann wir was abholen. So, zack. Zack. Wie lange dauert der Mais? Wächst unheimlich schnell, habe ich das Gefühl. Vielleicht haben wir Glück und der wächst richtig zuckig. Alles klar, aber wir können trotzdem schon mal die Werkzeuge für morgen machen. Wir brauchen wahrscheinlich eh nicht so viel. Lass mal kurz reingucken. Eine Eisenspitzhacke würde ich gerne noch machen. Und eine Eisenschaufel oder Eisenschaufellen. Haben wir hier noch Eisen? Eisenbarren. Eisen. Eisenbarren? Eisenbarren. Das. Wie viel machen wir? Genug, würde ich sagen. Haben wir noch Holz? Irgendwo habe ich bestimmt noch Holz. Sticks hier oben. Alles klar. Fackeln haben wir noch. Dann bauen wir uns das schon mal zurecht. Hier nicht, sondern hier. Genau. Erstmal hier die Schaufeln. So. Ja, und dann brechen wir auf. Ich habe jetzt echt Bock, ein Haus zu bauen, aber ich will jetzt nicht irgendwie willkürlich eins bauen. So, und der Rest machen wir hier noch Spitzhacken. Noch eine Eisenspitzhacke. Wir werden in der Höhle richtig einfach nur runtergehen und abbauen. Ne? Keine Experimente oder sowas. Einfach runter, abbauen, was wir finden, und dann hauen wir ab. Den kann ich auch gleich einlagern. Curry. Gerste. Hier. Ah, das war voll. Das habe ich vorhin schon mal probiert. Oh Mann, Voucher. Nicht krank werden. Nicht krank werden. So. Die können wir da runterziehen. Die brauchen wir gleich zum Essen. Das Eisen würde ich gerne nochmal wieder wegräumen. Ansonsten die Sticks wieder dahin, wo sie waren. Und dann haben wir's. Ich überlege schon, ob wir Kuhleder uns besorgen gehen, aber ich wüsste jetzt keine Stelle, wo sie mal geschwind abzugreifen sind, die Jungs und Mädels. So, hier läuft noch alles wunderbar. Na, jetzt sind wir natürlich hier ein bisschen eingeschränkt. Ich guck mal unten. Ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir unten noch drin? Am Angelplatz. Da war bestimmt auch noch irgendwas, was mit hoch muss. Gehen wir mal kurz runter schauen. Bevor es dunkel wird. So. Dann haben wir hier viel gelernt, viel gesehen, viel probiert. Und dann kann es losgehen, ne? Aber dafür haben wir es ja gemacht. La la la, ich bin gespannt, ob die Drachenfrucht kommt. Ohne Witz. So, was habe ich hier noch? Die würde ich sagen, nehmen wir mit. Kiste, alles gut. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts.
Schönes erstes Gebiet, ne? Haben wir schon voll die vielen Folgen, finde ich. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, ne? Aber so ist es halt Tag für Tag. Ruckzuck ist eine Woche rum. Alter, Lämmer, meine Stimme geht bald weg. Was ist da los? Was ist da los? So, sollen wir die Schafe noch einmal abflatschen? Nee, die lassen wir jetzt einfach in Ruhe, oder? So. Da-dam, da-da-dam. Knochenmehl. Das sollte man sich vielleicht doch mal angucken. Wir haben doch ein paar Knochen gehabt, oder? Die Frage ist, habe ich die schon eingeräumt? Boah, ich sehe sie spontan nicht. Kann sein, dass ich sie zurückgeräumt habe. Den einen Rucksack machen wir jetzt noch voll. Dann gucken wir mal, ob ich Knochenmehl gebastelt kriege ohne Probleme. Wo habe ich das wieder hin? Hier war das Leder, hier war das Fleisch. Das Fleisch nehmen wir auch mit. Wir hatten doch Knochen. Hier ist aber nicht viele wahrscheinlich, ne? Wir gucken mal. Knochenmehl. 9 Knochenmehl. So, mit Knochenmehl kann ich doch das Wachstum beeinflussen, oder? War das nicht so? Wir gehen mal hoch. Wir gehen mal hoch und gucken, ob wir da irgendwas beschleunigt kriegen. Mit Gentechnologie. Mit Knochenmehl. Erstmal probiere ich es auf dem Drachenbaum. Wo ist denn der? Hier. Okay, drauf gemacht habe ich es. Kann man das auch auf Tiere drauf machen? Ich habe es vergessen. Ihr habt mir es bestimmt schon tausendmal gesagt. Nee, auf Tiere nicht. Gut, ist nicht schlimm. Was habe ich da jetzt draufgesetzt? Na, Kinders, ihr steht mir im Weg. Ich guck mal, ob das bei dem Drachenbaum hilft. Wir gehen jetzt gleich nochmal schlafen. Ey, da oben sind aber noch andere Bäume, ne? Die können wir ja eigentlich auch noch. Was ist denn das? Alles klar. Es funktioniert scheinbar. Bub. Bin jetzt erschrocken, gerade tierisch. Muss ich mir angucken. Das ist ja genial. Das ist ja echt genial. Dann haben wir jetzt einen Drachenbaum hier oben stehen. Ist das nicht der Wahnsinn? Muss ich natürlich noch ein paar Drachenfrüchte mitnehmen. Sleep. Okay, das mit dem Baummehl. Muss man dann zwei drauf machen? Knochenmehle? Knochenmehls? Ist das auch schon gewachsen hier? Ja, aber ich weiß halt nicht, wann der ausgewachsen ist. Da steht nämlich nichts dabei, aber der Mais sieht ja eigentlich auch. Der ist bestimmt bald soweit. Das mit dem Knochenmehl ist ja jetzt cool. Jetzt muss ich mir den Drachenbaum angucken, den ich uns dahin gepflanzt habe. Da brauchen wir natürlich mehr Monster, ne? Wenn man mit Knochenmehl so toll zaubert. Ah ja, guck mal. Hier, ne? Und die Drachenfrüchte musste ich hier so runter machen. Na, was hat geklappt? Vielleicht sind die auch noch nicht ganz ausgewachsen. Ach, siehst du, nach dem Apfelbaum habe ich auch nie mehr geschaut. Hier, ne? Alles klar, aber das ist ja cool. Ah, das ist cool. Das gefällt mir jetzt tierisch, dass wir eine Drachenfrucht haben. Da-dam, da-dam. Ich habe schon probiert, Weizen auf die Kleinen drauf zu machen, aber das hat irgendwie nicht hinhauen wollen. Jetzt guckt man noch nach dem Apfelbaum. Ja, super, dann können wir in einem neuen Gebiet auch uns einen kleinen Waldhain anlegen. Schon mal mit Apfel und mit Drachenfrucht, ne? Hier, ne? Der ist reif. Den können wir so runterholen. Alles klar. Da freue ich mich jetzt tierisch drauf. Deswegen, nächstes Mal reine Höhlenrunde. Wir machen jetzt auch hier an der Stelle Schluss, bevor ich jetzt hier noch tausendmal die Sachen hier ablaufe, ohne dass wirklich ein Effekt dabei rauskommt. Außer, dass ich ernte und einräume. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Wenn wir uns morgen sehen, gehen wir, wie gesagt, runter. Ich lasse dann wahrscheinlich die Monster doch an. Vielleicht kriegen wir noch ein paar von den geilen Knochen, weil das war ja schon jetzt richtig cool. Ziel in der Höhle ist im Prinzip einfach nur ein bisschen Eisen rauszuholen. Ich glaube, ein, zwei Gänge sind bestimmt noch da, die wir noch nicht entdeckt haben. Die schauen wir uns dann in Ruhe an. Und dann sollte ich eigentlich bis Mittwoch oder halt bis zur übernächsten Folge genug Leder zusammen haben, dass wir mindestens noch zwei Rucksäcke haben. Dann kriege ich alles soweit mit. Das wäre so das Ziel, ne? Wie viel haben wir denn jetzt hier? Kühe. Eins, zwei, drei, vier. Da ist noch eine kleine. Hier stehen auch nochmal zwei. Habe ich jetzt Weizen, habe ich auch Kohl gerade, ne? Dann holen wir uns mal
Ihr habt eine ganz coole Art, hier irgendwie im Weg zu stehen. So kommt man zu mir rüber. Jemand dabei, der noch nicht Liebe gemacht hat? Du und du? Super. Noch jemand? Und du noch vielleicht? Nee. Man darf ja gar nicht drüber nachdenken, dass die sich eigentlich hier alle kennen und verwandt sind. Nee, alles klar. Das war's. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Kuhstall voll. Das haut hin, ne? Also wie gesagt, morgen sehen wir uns dann in der Höhle. Haben wir eine Drachenfrucht. Kiwis habe ich doch irgendwo angepflanzt. Siehst du, da wollte ich auch noch kurz gucken. Wir nehmen alles mit, was wir jetzt haben, ne? Wo sind die Kiwis? Was haben wir hier? Grüner Pfeffer. Ja, das war der Paprika, ne? Hier ist auch wieder was fertig. Hammer, wie das Zeug wächst. Guck mal, hier Blaubeerenpflanze habe ich auch hingesetzt, ne? Blumenkohlpflanze ist klar. Ist der Farn immer noch einstöckig? Ja, ist er. Blumenkohl. Wo habe ich die Kiwis? Ich will die Kiwi sehen, ob die wächst. Kiwi-Pflanze. Sie wächst 14%. Noch nicht so viel, aber die kommt, ne? Wahrscheinlich ist es auch nicht... der Sorrel ist ein bisschen... Kaffeepflanze. Können wir uns Kaffee machen? Da können wir uns bestimmt Kaffee machen. Das will ich jetzt noch sehen kurz. Kaffee. Kaffeepflanze, Kaffeebohne, Kaffeesamen, Tasse mit Kaffee, Milchkaffee. Nicht sättigender Imbiss. Guck mal hier, man braucht... Was heißt Geschenk? Ja, einfach eine normale Kaffeebohne. Oben in den Ofen rein haben wir eine Tasse mit Kaffee. Dann können wir morgens Kaffee trinken. Da freue ich mich. Alles klar, also heute kurze Folge. Ne? Wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Morgen Höhle. Alles weitere dann morgen. Ich denke, bis dahin bin ich auch ein bisschen fitter wieder. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen Vitamin C reindonnern. Und hoffen, dass das mit mir besser wird. Mir ist halt tatsächlich so ein bisschen schwindelig heute. Also, bis morgen.